Denn das ist immer wieder auch ein Trick des Bösen, uns Hoffnungslosigkeit einzuimpfen. Dann nicht mehr auf Jesus zu schauen, sondern nur die eigenen Sorgen zu sehen und Bedrängnisse. Darum ist es wichtig, im Gebet manchmal einfach am Beginn des Gebetes einmal die ganzen Sorgen beiseite räumen, so wie man sie beiseite schiebt, um hindurchzuschauen zu Jesus. Aber nicht, um zu sagen, sie sind nicht da, sondern im Blick auf Jesus relativieren sich die Sorgen und wir dürfen sie ihm erzählen. Und wir sehen heute, und das ist so schön an dieser Stelle, Jesus geht auf einen Berg, um zu beten. Er war so sehr Mensch, dass er das Gebet brauchte, das Antlitz des Vaters jeden Tag zu suchen. Und das brauchen auch wir. Wir brauchen das Gebet. Wir brauchen es dringend, es ist unser Lebenselixier. Wir sehen auch am letzten Sonntag eben, Jesus ging auf den Berg und während er betete, verwandelte sich sein Gesicht, es wurde leuchtend. Auch das können wir auf uns anwenden, während wir beten, da wandelt sich etwas. Man sollte immer in der Bewusstsein zum Gebet gehen, weil hier sind ja auch viele, die bei der ewigen Anbetung dabei sind, wo man wirklich doch eine ganze Stunde sich Zeit nimmt oder vielleicht sogar zwei, dass man in jeder Gebetsstunde Verwandlung erfährt. Nicht oft gefühlsmäßig, aber wir werden merken, dass wir oft ermutigt, erleichtert und mit Hoffnung ausgestattet